geht's, hier ist Trash von Nummer 1 mit einem weiteren Team Fortress 2 Gameplay Commentary und diesmal wieder als der Spike mit meiner normalen Ausrüstung, eigentlich schon fast die Standardausrüstung für Highlander, was halt beeinflusst, dass ich den Dead Ringer benutze, weil das irgendwie einer meiner Lieblingsuhren momentan ist, obwohl ich schon mal gesagt habe, dass sie eigentlich nicht gut ist, aber viel zu gut funktioniert eigentlich für dieses Spiel, aber deswegen bleibe ich einfach dabei. Hier ist besonders zu sagen, hier ist sozusagen ein Battle anlaufen, was wir eigentlich hätten als Duel anmelden können, sozusagen einfach ein Duel-Game, Minigame starten, aber naja. Ich spiele hier gegen meinen Kollegen Nooptos hier, der ist auch im 6-6-Team als Medic unterwegs, was wir bis jetzt immer noch nicht hinbekommen haben, irgendwas zu machen. Das tut mir leid und tut mir auch für euch und für alle anderen leid und vor allem, ich bin hier derjenige, würde ich schon fast sagen, der daran Schuld hat, weil ich nie dafür Zeit gefunden habe. Immer wegen BS und wegen allen möglichen Shit, das hier immer am Laufen ist und ich irgendwie keine Ahnung. Und dann gibt es immer Leute, die nie Zeit haben und bla 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 bla. Das ist so momentan heute nicht das Thema. Wie gesagt, ich spiele hier Spy gegen ein Heavy, was natürlich dazu zufolge hat, dass ich ein bisschen auf Fokus bin, was man natürlich später auch ein bisschen sieht, aber hier sind auch Menge andere lustige Sachen passiert. Und ja, ein Thema ist, was mir immer aufgefallen ist, in den Gameplays, die davor jetzt auch entschieden sind, das sind Demo-Man-Gameplays, vor allem das mit der Killstreak und das davor war ja die Montage. Und ich habe für die Montage echt viel Zeit gebraucht, muss ich zugeben, und auch nur die ganze Zeit Demo-Man, was mir dann immer auffällt, was bei mir immer so ist, dass ich dann die anderen Sachen einfach übelst verlerne oder so sagen, würde schon fast sagen, sozusagen den Skill dafür verliere, dass ich mit Scout gar nichts mehr treffe oder mit Spy mein Timing dafür immer voll vermasselt, was Stabs angeht und sowas und Heavy Backstep und schnell wieder raus. So sieht's aus. Das ist Fokus, meine Freunde. Den Rest einfach ignorieren. Was ich aber nicht auf mich sitzen lasse und zu mir jetzt schnacke alle. Und wie gesagt, ja, das sind immer so Sachen, das fällt mir auf. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber auf alle Fälle ist es bei mir so, dass ich mit der Zeit, wenn ich einfach, was auch vor allem Spiele angeht, einfach übelst dann verlerne oder dadurch einfach deutlich schlechter werde, was ich dann überhaupt nicht mehr kann. Ich kann als Scout gar nichts mehr treffen, konnte ich momentan. Ich muss jetzt erstmal wieder mit Zeit investieren, dass ich mal wieder überhaupt was zusammenbekomme, was auch gameplay-technisch natürlich angeht. Und deswegen habe ich dafür einfach wieder Zeit ohne Ende verschwendet, was mir natürlich wieder in anderen Sachen schlechter macht. Wie zum Beispiel Battlefield. Weil Battlefield war jetzt auch so eine Sache, die habe ich ewig nicht mehr gespielt. Ist das Spiel ewig nicht mehr. Ich habe nur noch Team Fortress gespielt. Und ja, und dann kamen wir endlich dazu. Ich und Leinhard haben gesagt, hey, wir nehmen jetzt einfach Battlefield 3 auf und Battlefield 4 einfach so für ein Eimer ist. Haben wir uns einfach gesagt, so erstmal den ersten Navy vorbeilaufen lassen. Das ist nicht der richtige, den wir wollen. Warten. Und da ist der Heavy, den wir wollen. Los geht's. So, wie gesagt, Battlefield 4 einfach nur eine Schande unseres Zeitalters schon wieder, würde ich sagen, für ein Battlefield. Es ist immer noch besser als COD, das wollen wir natürlich nicht bestreiten. Und ja, außer für die COD-Leute, die das gerne mögen. Das ist super, ein super Spiel, finde ich natürlich. Will natürlich niemanden hier angreifen. Und was jetzt hier wichtig ist, man sieht hier einen Sniper und einen Engie. Ich habe jetzt natürlich wieder voll reingelabert, aber was man gehört hat, der eine Sniper hat beide durch Headshots abgeräumt aus der Distanz. Ich stand einen Meter vor ihm. Ein bisschen seltsam, muss ich zugeben. Ein bisschen seltsam, was später auch nochmal auffällt, weil dann so ein Sniper rumläuft, einfach so. Wobei er auf einen instant Headshot kassiert und hier auch ein schöner Matator-Step. Tschau! Auf Wiedersehen, Medic, der mich voll gehealt hat. So sieht's aus, so gehört sich das. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Wie gesagt, dass mir das bei mir ist es immer so, dass ich das ultra schnell verliere und dann immer wieder Zeit investieren muss, überhaupt irgendwas zu können. Deswegen kann ich nie alle Klassen gut. Das ist schon mal eine Sache, weil es so viele Klassen gibt, die sich so unterschiedlich spielen, kann ich niemals alle gut. Deswegen habe ich mal so Phasen, wo ich viel Spy spiele oder viel Demo, Knight oder viel Scout. Und deswegen gibt es dann meistens immer nur aus den Perspektiven, also sozusagen von den Spielen irgendwelche Gameplays. Weil ich den anderen einfach beschissen bin und nichts mehr hinbekomme, weil ich nichts treffe oder weil ich kein Timing habe oder als Demo nicht einfach meine ganzen Sachen nicht mehr kann, wie mein Luck and Load schießen sozusagen mit den Berechnen, wie die Kugel fliegt und bla bla bla. Und ja, das ist ganz schlimm bei mir. Ich kann nichts, ich bin so ein ultra schlechter Multitasker, würde ich schon fast sagen, in der Richtung und ich dann gar nichts mehr kann. Ja, deswegen ist eigentlich Team Fortress voll das schlechte Spiel für mich, fällt mir gerade auf. Wenn man da viele verschiedene Sachen machen können muss. Und hiermit neigt sich das langsam das Gameplay zum Ende zu, würde ich sagen. Ich komme gerade noch zu den Pyro. Was mir natürlich nicht viel hilft vor den Pyros. Weil jetzt genau in der Sekunde ein Pyro vorbeiläuft, der mich erkennt, weil ein Sniper mit seiner Pain in der Ecke steht. Was natürlich wieder übelst schlaue Taktik war bei mir. Aber naja, das wäre es dann schon wieder. Nochmal hier ein kleines zusätzliches Video.
Dieser Angie ist mein Held einfach nur des Tages wieder, weil er sich jetzt noch Nuktus krallt. Einfach nur mit seinen Gunslinger einfach wie ein Einprügel von Full Overheat Heavy. Den auch noch fertig macht. Einfach zu geil. Also auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.